Die Kabinettperspektive gehört nicht zu den Standardprojektionen im CAD-System. Dafür gibt es jetzt ein Makro. Das funktioniert so: Man wählt ein Objekt aus, führt das Makro aus und dann hat man hinterher eine 2D-Projektion. Und wenn man das in der Draufsicht ansieht, dann erscheint es hier. Besteht aus zwei Teilen: aus den versteckten Kanten und den sichtbaren Kanten, und man kann dann beide einfach auswählen und irgendwo auf sein Zeichenblatt verschieben. So, dann nehmen wir uns mal den nächsten Körper vor. Der sieht so aus, funktioniert genauso. Makro ausführen, Körper wieder ausblenden, Draufsicht gehen, beide Teile auswählen und mit Draft Move irgendwohin verschieben, wo Platz ist. Und dann probieren wir einfach den dritten Körper nochmal. Und auch wieder Makro ausführen, Körper wieder ausblenden, alle drei Teile auswählen und verschieben. Okay, wie sieht das Makro aus? Das Makro hat zwei Parameter. Arbeiten sieht man hier einmal der Verkürzungsfaktor und der Winkel, mit dem verzerrt wird. Und alles andere geht dann, wie gezeigt, von ganz allein.